Ja, in dem Evangelium nach Markus über die Heilung dieses Gelähmten, das ist auch, finde ich, eine ganz besondere Bibelstelle, wo zu lesen ist, weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten sie dort, wo Jesus war, das Dach ab, schlugen die Decke durch und ließen den Gelähmten auf seiner Tragbahre durch die Öffnung hinab. Also diese Leute hatten so viel Power und so einen starken Glauben, und auch der Gelähmte hatte große Hoffnung auf Jesus. Und Jesus musste sich sogar verteidigen, weil er diesen Gelähmten heilte und ihm auch seine Sünden vergab. Ja, wir sind im Alltag oft gefangen und haben einige Probleme zu bewältigen manchmal. Und ja, wir brauchen einfach Christus, um auch wieder einen anderen Blickwinkel zu bekommen auf das Wesentliche. Was ist jetzt gerade wichtig? Dieser Gelähmte hatte vollstes Vertrauen auf Jesus. Jesus sagte zu ihm: Deine Sünden sind dir vergeben. Steh auf, nimm deine Tragbahre und geh umher. Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn alle Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Also ich kann Jesus vertrauen und auch zu ihm beten und sagen: Bitte Jesus, vergib mir meine Sünden. Und es ist schön, Menschen zu haben, die einen auch zu Jesus hinführen, wie diese Leute, die diese Decke durchbrochen haben, um zu Jesus zu gelangen. Ja, ich wünsche euch Menschen, die euch zu Jesus führen, damit ihr im Glauben immer mehr wachsen könnt. Auch wenn es keine leichte Zeit ist für euch, wenn ihr Sorgen habt im Alltag, den Alltag bewältigen müsst, trotz aller Schwierigkeiten. Und ihr dürft gerne zu Jesus beten und sagen: Bitte vergib mir meine Sünden, begleite mich durch den Tag, und auch jeden Tag ihn bitten, damit man den Alltag besser bewältigen kann, damit man die Sorgen gut bewältigen kann und auch auf Menschen zugehen, die den Glauben haben, und ansprechen und fragen: Wie kann ich bei Jesus bleiben? Wie kann ich mit Jesus im Gespräch bleiben? Ja, und diese Menschen, die den Gelähmten zu Jesus brachten, sie hatten auch Mitleid mit diesen Menschen. Und sie vertrauten sehr auf Jesus, und er half ihnen auch. Und darauf dürfen wir hoffen. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute und gebt die Hoffnung nicht auf. Und bis bald. Tschüss.